Denergy besagt ja, wir sind ewiges, unsterbliches und grenzenlos machtvolles Bewusstsein. Wir sind verbunden mit allem, was existiert. Wäre da nicht dieser Willi? Dieser Willi in uns, von dem du ja auch schon eine Menge Erfahrung hast, oder? Ja, wer ist dann der Willi? Also der Willi, der will immer etwas. Der hat immer Erwartungen, der ist immer ein bisschen unter Druck, der ist immer im Stress unterwegs, der wertet gern. Der Willi, den kennt ihr alle, oder? Das ist der Verstand in uns, das sind aber auch die ganzen Emotionen in uns, die uns immer wieder so in Druck bringen, in Stress, in Anspannung. Und dann gibt es aber noch die Lilli. Und die Lilli, das ist diese ganz tiefe, leise Stimme in uns, die Liebe, der Frieden, das Mitgefühl, die Freude, die Leichtigkeit, die Gelassenheit. Und ihr seht, wenn ich darüber rede, dann komme ich gerade in Harmonie. Wenn ich in Lilli verbunden sind, dann sind wir in Harmonie und kreieren ganz andere Dinge im Leben. Wir reden anders, wir fühlen anders, wir denken anders. Und Willi bringt uns eine ganz andere Energie, auch so ein Wollen, etwas haben wollen, Recht haben wollen zum Beispiel. Das ist immer der Willi. Die Lilli will nie Recht haben. Darum sagt die Lilli auch, du hast vollkommen Recht aus deiner Sicht. Und wenn dich meine Sicht noch interessiert, dann teile ich sie dir mit. Also die Lilli hat keine Absichten, sie ist einfach. Und das ist das, was wir am meisten uns sehnen. Und doch oft sind wir im Willi unterwegs, in diesem Verstand, in diesem Wollen. Und was hat dir dann geholfen, Wolfgang? Du kennst ja auch, du bist ja auch ein Mensch, der kommt aus der Informatik, aus dem Kopf. Du hast auch viel gekämpft mit deinem Kopfkino, wie viele Menschen. Ja. Und wie hast du das geschafft, dass das dein Kopfkino, der Willi ist auch dieses Kino, dieses ständige Denken. Wie hast du es geschafft, diesen Willi auch, würde ich mal sagen, so zu beruhigen und deine Lilli mehr zu finden in deinem Leben? Also es ist ja spannend, eigentlich jeder Kinofilm, jeder Fernsehfilm, jeder Blockbuster, es dreht sich immer um Willi und Lilli, um das Gute und um das Böse, um... Ja, der Willi steht ja auch für den Egoismus, der Willi fühlt sich getrennt und da kommt die Habgier, dann kommt auch die Machtgier und alle Spielchen eigentlich in dieser Welt sind immer Spielchen von Willi und Lilli. Ja, und die Lilli, die ist in Denergy, die weiß, sie ist verbunden mit allem, sie kann aus dieser Verbundenheit und der Liebe heraus auch agieren. Und Herr der Ringe spiegelt das wieder oder Star Wars, ja, immer die Guten gegen die Bösen, man identifiziert sich damit. Und das Spannende ist eigentlich herauszufinden, erstmal sich bewusst zu machen, ich bin der Willi und ich bin die Lilli. Ich habe beides in mir und ich treffe eigentlich in jedem Moment meines Lebens die Entscheidung. Agiere ich aus meinem Ego heraus, aus dem Willi heraus, ja, der eben immer im Mangel ist, immer bedürftig ist und habgierig ist, weil er glaubt, eben getrennt zu sein und nicht genug zu haben? Oder bin ich in der Verbundenheit, bin ich mir bewusst, ich bin in Denergy, in der dimensionslosen Energie, verbunden sowieso im Geiste mit allem, was existiert und kann dort heraus eigentlich dann, wenn ich schon verbunden bin mit allem, kann ich eigentlich nur Liebe, Freude, Glück, Frieden ausdehnen. Weil es kann ja nicht mehr geben als das Ganze. Und wenn ich aus dem Ganzen heraus, aus diesem Bewusstsein heraus agiere, kann ich eigentlich nur wirklich erschaffen, nämlich vermehren und beide Seiten gewinnen. Beim Willi muss immer einer verlieren. Das heißt, der Willi will das haben, der will Geld haben und der nimmt es einem anderen weg und dann hat er mehr. Das ist das Prinzip des Egos, aber es gibt eben auch das Prinzip der Lilli, die sagt, wenn ich etwas hergebe, vermehre ich das. Ja, wenn ich Liebe schenke, ist mehr Liebe in der Welt. Ja, die Lilli sieht auch nicht so das Materielle, sondern die Lilli sieht eher das Sein. Ja, das Materielle ist ja auch letztendlich nur ein Spiegel jeweils unseres Seins. Und das, was wir, je nachdem, welchen der beiden wir eben Aufmerksamkeit schenken, das ist eigentlich das, was unser Leben bestimmt. Genau. Und dieses Bild mit dem Willi und der Lilli hilft dir das vielleicht, mich immer wieder zu erinnern. Bin ich jetzt gerade im Willi-Modus, im Willi-Express? Der Willi ist eben auch schnell, impulsiv, reagiert. Oder bin ich im Lilli-Express? Lilli ist kein Express, Lilli verlangsamt, Lilli entschleunigt uns, Lilli beruhigt uns und Lilli ist auch so dieser ruhige Geist zu spüren, dass es so ruhig wird, dass so die Spannung im Körper nachlässt, dass man ins Genießen kommt, dass uns das Leben ein Genuss wird, eine Leichtigkeit und dann spürst du aus dieser Leichtigkeit, aus dieser Gelassenheit,
nimmst du das ganz anders wahr. Du bist hast eine ganz andere Wahrnehmung, deine Sinne, und du agierst. Du bist nicht mehr im Reagieren, du agierst aus deiner Mitte heraus, aus deinem Zentrum heraus, und du fühlst es auch an der Leichtigkeit. Und wenn du mit Lili verbunden bist, fällt dir alles leicht. Mit Willi ist es schwer. So, mach es dir doch leicht und verbinde dich bewusst mehr mit Lili und achte darauf, wenn du mal mit Willi wieder verfangen bist, ist alles okay, das passiert mir manchmal auch, ja. Uns an, wir sind Menschen. Wenn du mal mit Willi bist, dann die Lili, nimm den Willi einfach und verschenk deinen Willi noch öfters die Lili, weil die Lili beruhigt dann deinen Willi und dann ist alles wieder gut. Also der Willi macht sich immer unnötig das Leben schwer, ist immer im Kampf. Die Lili macht das Leben leicht, es macht das Leben erfüllt, es macht das Leben einfach zur Freude. Deshalb versuch einfach immer wieder dir bewusst zu machen, du bist der Willi und der Lili ist es jederzeit deine Wahl. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du es teilst mit anderen, weil jeder hat diesen Willi, mit dem er kämpft und jeder möchte gerne an diese Lili in sich erinnert werden. Also, sei einfach ein bisschen mehr Lilly, sei dir der Lilly bewusst und dein Leben wird einfacher und glücklicher.